Herzlich willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video geht es um das Pilz-Pokémon Huzzaza, das vor allem als Tanky-Support bekannt ist und auch mit dem neuen DLC endlich Einzug in Pokémon Schwert und Schild gefunden hat. Ein KP-Wert in Höhe von 114, gepaart mit soliden defensiven Werten von 70 und 80, lassen Huzzaza so einiges überleben. Der Angriffswert von 85 ist nicht überragend, aber es ist ja auch nicht Huzzazas Job, Schaden zu drücken. Die Initiative ist mal wieder so schlecht, dass man es perfekt im Bizarro-Raum spielen kann. Durch die Typenkombination Pflanze-Gift ist Huzzaza resistent gegen Pflanzen-, Wasser-, Elektro-, Kampf- und Feenattacken und weist eine Schwäche gegenüber Feuer-, Eis-, Flug- und Psycho-Attacken auf. Es stehen zwei Fähigkeiten zur Verfügung. Zum einen Sporenwirt. Hier besteht eine 30%ige Chance, dass, wenn der Gegner mit einer Attacke Kontakt herstellt, dieser vergiftet, paralysiert oder eingeschläfert wird. Zum anderen gibt es noch Belebekraft, bei der Huzzaza ein Drittel seiner maximalen KP bei Auswechslung regeneriert. Huzzaza wird mit der Fähigkeit Belebekraft und einem forschen Wesen inklusive 0 DV in der Initiative gespielt, um diese so niedrig wie möglich zu halten. 236 EVs werden in die KP gesteckt, 76 in die Verteidigung und 196 in die spezielle Verteidigung. Diese Spezialverteidigung reicht aus, um zum Beispiel eine Dynadüse von Togekiss oder auch einen Dynafrost von Lapras zu überleben. Und in der physischen Variante kann man unter anderem ein defensives Fuegro oder auch ein offensives Dynamax-Katapultra mit Dynadüse überleben. Bei den Items kann man auf die Wikibeere gehen, um zusätzlich Leben zu regenerieren. Oder auch auf die Koakobeere setzen, um Feuerattacken abzuschwächen. Die zwei besten Attacken von Huzzaza sind mit Abstand Wutpulver und Pilzspore. Wutpulver funktioniert genauso wie Spotlight und zieht gegnerische Angriffe auf sich selbst. Und die Pilzspore schläfert gegnerische Pokémon mit einer Genauigkeit von 100 ein. Abgerundet wird das Set noch mit Gigasauger, ein Step-Angriff, mit dem es sich auch heilen kann. Weitere Optionen sind wie immer Schutzschild, aber auch die Matschbombe als weiterer Step-Angriff. Energieball kann man für mehr Schaden anstelle von Gigasauger mitnehmen und Clairsmog, um ein wenig Schaden zu machen, aber hauptsächlich um gegnerische Boosts zu removen. Oder auch die Attacke Pollenknödel, die kann man auch echt gut mitnehmen, weil sie entweder bei einem gegnerischen Pokémon Schaden zufügt oder einen Partner-Pokémon heilt, was echt nützlich sein kann. Zu den Countern gehören hauptsächlich Pokémon, die die Tools von Huzzaza aushebeln können. Das heißt, entweder Pokémon mit Verhöhner wie Fuegro oder Elfun, damit es in Schaden zufügende Attacken gelockt ist, oder auch Pokémon mit der Fähigkeit Munterkeit, da diese nicht eingeschläfert werden können und somit die Pilzspore komplett negieren. Hierzu sehen zum Beispiel Galarpantimos oder auch Wolverock in der Nachtform. Selbiges trifft auf Pokémon zu, die einen Nebel- oder Elektrofeld hervorrufen können, da hier Pokémon auch nicht eingeschläfert werden können. Zu guter Letzt kann man auch auf Damage bauen, wie zum Beispiel ein offensiv ausgerichtetes Fuegro oder ein Libello, die Huzzaza ohne Probleme rausnehmen können. Bei den Partner- und Team-Pokémon hat man zum einen die Möglichkeit, auf Pokémon mit Bedroher zu gehen, allen voran Fuegro und Arcani, da diese mit dem Feuertypen eine gute Coverage bieten und sich gegenseitig unterstützen können. Zum anderen passen aber wieder Pokémon, die den Bizarro-Raum hervorrufen können, wie zum Beispiel Zwirklob, Bronzong oder auch Mimikma perfekt zu Huzzaza, da diese guten Nutzen mit der schlechten Initiative machen. Und da man mit Wutpulver Team-Pokémon schützen kann, sind hier auch wieder mal offensive Pokémon wie zum Beispiel Seedraking, Katapultra, Gyarados und so weiter gute Partner-Pokémon, da die gefährlichen Attacken für diese Pokémon nicht so gefährlich für Huzzaza sind. Aber generell kann ein Huzzaza eigentlich jedem Team weiterhelfen, da es einfach ein schönes, supporty-tanky-Pokémon ist, das einfach sehr gut unterstützen kann. Nun gut, das soll es dann aber auch wieder gewesen sein zu Huzzaza. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!